Im Rahmen einer spektakulären Aktion hat die Radiologie der Universitätsklinik Tübingen ihren neuen Magnetresonanztomographen bekommen. Der Magnatom Prisma Fit der Firma Siemens wurde am Samstagmorgen mit Hilfe eines Autokrans durch eine geöffnete Gebäudewand in das Klinikgebäude gebracht. Der neue 3-Tesla-Kernspin verfügt über modernste Technik und wird in der Radiologischen Universitätsklinik vor allem für Bilder bei onkologischen und neuroradiologischen Untersuchungen eingesetzt. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Leistungen können mit dem Tomographen demnach besonders anspruchsvolle und schwierige Untersuchungen durchgeführt werden. Zudem verkürze das Gerät die Untersuchungszeit.